So, okay, dass wir meine. Ja, ja, du, ich brauche das Turnen. Darf ich das? Ja, jetzt zeige ich ein bisschen Bein. Machen wir Distance High Five? Yes. Okay, rolling in. 3, 2, 1. Questions and answers. Numero. Ich zähle nicht mehr mit. Alles cool. Es ist mehr wie 2 und dann wird es schon. Ja, 4. Ich glaube, es ist Nummer 6. Aber ich irre mich wahrscheinlich. Na gut, wir fangen an und machen das. Yes. Erst schon mal danke, dass ihr uns auf Short Notice so viele Fragen gestellt habt. Das wir merken es nicht mehr, wir lesen es jetzt einfach. Das ja, voll. Also, der Herr Müller, Hannes. Von? Habe ich mir dieses Mal nicht dazu geschrieben. Ich war so lazy. Ja. I'm sorry. Szene-Bandbus, gemeinsam bzw. über Crowdfunding finanziert und erhalten, der für Gigs und den Bands für minimales KM-Geld ausgeborgt werden kann. Würde so ein Konzept eurer Meinung nach funktionieren? Zweiter Teil der Frage kommt dann. Ja, also funktionieren am Papier würde natürlich, dass man sagt, hey, ich kaufe den Bus, ich brauche von der und der und der Band so viel Kohle, geht schon, borge mal her und so weiter und so fort. Aber wie überall im Kommunismus scheitert es an der schwächsten Stelle. Wenn dann irgendwas hin ist oder Kleinigkeit fehlt oder was passiert ist, dann war es nie wer und dann war es höhere Gewalt und dann kann keiner was dafür und dann besteht nicht die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwer bezahlt und so weiter und so fort. Peter, siehst du es anders? Nope. There you got the answer. Also im Prinzip... Ich denke, man kann es nuancieren. 2-3 Bands... Good work. Ja. Aber richtig als Crowdsourcing, als Plattform-Ding. Sixt. Ja, schaut euch. Probably easier. Ja. Schaut euch die Sachen an, die man sich so im Allgemeinen borgen kann, wie reidig das alles ist. Na, anders. Schaut euch Proberäume an, die mit Bands teilt, mit denen ihr nicht so dicke seid und so, wie das allmählich deteriorated. Ja, also weil es einfach nach dem entropischen Prinzip funktioniert. Das ist da wo Bewegung und Energie ist, zerfällt alles. Ja. Deswegen, und halt mit Bussen kommt halt diese soziale Komponente dazu. Voll. Also mit gut befreundeten Bands ja, möglich, das funktioniert. Aber wie sagt man so schön, ich weiß nicht, ob ich das Sprichwort jetzt richtig, so gute Freunde, strenge Rechnung oder so. Ja, voll. Ja. Das ist dann halt auch wichtig, ne? Da muss man in beide Richtungen sehr ehrlich und hart sein. Voll. Deswegen, das Ding geht weiter. Das Ding geht weiter, okay. Ja. Weitergedacht, ein Verein unter den Bands, mit dem man auch Sponsorings für einen Bus aufstellt, um diesen zu erhalten und Förderungen abzugreifen, würde das funktionieren? Ha. Gebrandete mobiler Werbeträger zur Subkulturförderung. Ich bin bei Bussen, wo was draufsteht, immer ganz, ganz, das ist so das Ur-Target. Ja, das ist dieses, look, so, a band, ja, there's stuff you can steal. For band name, take shit. Ja. Das ist halt. Da gibt es schon zu viele Erfahrungen. Beziehungsweise auf der Autobahn, wenn du so ein Bandbus hab auch nicht, siehst, hab auch nicht. Der irgendwo mit umfahrt. Das ist so ein L-Tafel. Ja, ich bilde mir ein und dann, ich weiß es nicht ganz sicher, aber hat nicht... Der Sascha, und ich glaube, der Nachname ist Riesling, kann das sein? Sascha Riesling? Hat der nicht auch einmal in so einem Video How to Band? Ach so. Wortwörtlich dasselbe gesagt, so, wenn du einen Bandbus hast, ja, ja. Brand es nicht. Sein Ding hat geheißen, don't do this to your band. Genau, und natürlich, also ein Bus, sehr praktisch, muss man teilweise haben, aber mit großem Branding drauf. Na, machst du, wie das sieht. Schau, dass der Bandbus urreidig ausschaut mit so einer hinnigen Folierung oder dass irgendwie draufsteht, Installateur, schieß mich tot, keine Ahnung, sowas. Ja, vielleicht eher Maler, weil bei einem Installateur ist vielleicht auch noch was zum Holen. Entrümpelung. Ja. Exterminator. Die Idee ist natürlich cool, aber ich denke, sobald du anfängst, irgendwie da drauf zu schreiben, keine Ahnung, dezidiert, was für Verein es ist. Und ja, als Werbung. Das, oder wenn irgendeine andere Werbung drauf ist, weil du quasi sagst, okay, gut, wir hauen uns zusammen mit Firma XY
da ist dann auch vielleicht noch viel mehr die Notion, dass mit dem Auto was passiert, weil da denken sich dann die Leute, ah, es ist ein Firmenauto, das ist eh versichert oder ah, das ist eh nur eine Sponsoring-Geschichte, die kriegen dann eh wieder einen neuen und jada, jada, jada. Die Idee ist super. Es ist wir sind definitiv Fan der Idee, aber es ist ein fucking Target. Die Frage ist, ob's realistisch ist, umzusetzen. Gut. Da kann man eine andere Frage von Hans Meyer. Ah, okay. Ja. Mach du. Bezüglich Merchandise. Nämlich Puzzles, Bier und Hundeleckerli. Wie weit soll man als Band mit Merchandise gehen? Ganz. hey, Boring Company Flamethrower. Ja, voll. Gut. Aber das ist kein Flamethrower. Das ist ein glorifiziertes Sturmfeuerzeug. Marketing. Ja, natürlich. Das war Marketing ist professionelles Anlügen. 10 Millionen Dollar in wenige Stunden. Ja, super. wo auch der Chefe selber gesagt hat, er versteht es nicht, aber... Ja. das ist so ein riesiges futuristisches Ding und dann kommt so eine Flamme. Come on. aber ich meine, du hast ja mit Call the Mothership diesbezüglich schon ausgefallenere Merchandise-Produkte gemacht. Fandest du, dass das so ausgefallen war? Ich fand, das war eher so unüblich. Das, also nicht so häufig. Ausgefallen ist das falsche Wort. Aber ein Handtuch. Meine, natürlich gibt es Bands mit Handtüchern, aber dann reden wir von... Wu-Tang. Ja. ja. Oh yes. Hätte ich nicht dran gedacht, aber ich hätte jetzt eher gemeint, so die ganz, ganz riesigen, wo sie selber nicht mehr die Entscheidung nehmen, wir machen ein Handtuch, sondern wo einfach alles an Merchandise ausgelagert ist. Und diese Firma entscheidet es dann. Ich finde find aus dem Wu-Tang ist ein gutes Beispiel. Ja. Nein, aber hey, alles an Merchandise geht, wenn du es anbringen kannst. Ich bin immer der Meinung, frag ein bisschen herum, schau, ob es irgendwie ankommt. Ja. Und wenn 5 Leute sagen, hey, das ist urgeil, dann wird es weitere 5 da draußen geben und vielleicht noch mehr wie weitere 5, die dann sagen, hey, das ist lustig, das habe ich noch nicht gesehen. Mhm. Verstehe, vielleicht braucht man Badeschlapfen mit Bandbranding. Sicher, ja. Ein bisschen was anderes als die Adiletten. Na, ich finde das eigentlich so gescheit wäre, sind Sachen, die ausgehen. Quasi wie... Also, Kaffee oder so. Ach so, meinst du? Okay, ich habe okay. Also du meinst, was ich sehe. Nein, dass du irgendwann beim Merchstand stehst, das ist ausverkauft. Ach so, nein. Ja. Weil ich meine, da hätte ich nämlich gesagt, so, das ist jedes Produkt. Ja, voll. Nein, aber Limited Edition. Ja, limited to 50 million pieces. Nein, aber definitiv Verbrauchsprodukte. Genau, voll. Also die erste Band, die eigene Seife hat, die wirklich gut riecht oder so. Na, Scherz. Aber Kaffee sieht man ja immer mehr. Ja, voll. Kaffee kommt schon. Ja. Ich finde, dass Bier. Bier ist auch häufiger. Also ich habe das Wohler-Bier getrunken. Das war geil. Okay. Das war cool. Es war ein sehr herbes IPA, so wie ich es in Erinnerung habe. Aber das war cool. Es geht jede Dose aus. Sondern es war auch einfach ein Limited Run. Also auch der gesamte Biervorrat war limited. Okay, schade. Ich warte auf die Hatebreed Protein Bars. Nein, Pre-Workout. Okay. Hatebreed so Ammonium Breaksticks, wenn du es in einem Moshpit brauchst. Aha. Riechsalz. Damit es richtig abgeht. Ja, sowas. Solange es nicht abhängig macht oder zu schädlich für den Körper ist. Also Bier finde ich schon immer ein bisschen fragwürdig. Ja. Okay. Aber sonst, keine Ahnung, alles, was einen begleiten kann, ist cool. Und alles, was irgendwie gut schmeckt, was dich nicht komplett deppert macht, das kann man bei Kaffee halt auch sagen, in Wahrheit. Also ja, na, was rede ich. Ja. ja. Next. 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 Vom Matthias von Street to the Ocean kommt die Frage, wie wichtig ist es in Österreich, eine größere Vorreiterband zu haben, wie es zum Beispiel The Sorrow war? Und als also im erweiterten Sinn, wie schwierig wird es ohne so einer Band, die als Vorreiter vielleicht dann als kleinere Band irgendwo rauszukommen, weil diese würden ja dann in einer Tour Stimmt. was mitnehmen und so weiter. Bevor ich es vergesse,
Ich habe mit dem Matthias vor kurzem ein Shooting gehabt und er hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass wir diese Frage nicht, also er hat sie uns geschickt schon vor längerer Zeit und die ist irgendwie untergegangen. Ja, genau. Das passiert hin und wieder, weil wir es über mehrere Kanäle machen und wir wissen noch immer nicht, wie der Hase gescheit rennt. Tut uns leid, sollte eure Frage nicht durchkommen, dann haut es uns nochmal an, schickt es uns nochmal, okay? Dann persönlich oder so irgendwie. Ja, tut's allen. Also, zur Frage. Natürlich ist es immer cool, wenn es ein Zugpferd gibt, sei es jetzt für ein Genre oder für eine lokale Szene oder so. Quasi, wenn du jetzt Band X hast und die sind aus Wien, die machen Metalcore und auf einmal fängt es bei denen an zum Rennen. Ja, und die haben ein bisschen Glück und treffen die richtigen Leute und kriegen dort einen Gig und da eine kleine Tour und da, 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 da. Dann ist es natürlich sehr leiwand, wenn man dann quasi lokale Bands mitnimmt und halt sagt, okay, gut, wir kommen das nächste Mal und statt, wenn wir Freunde mitbringen. Das ist eine andere Band, ja, dann haben wir, ja, two for the price of one. Ja. Ist dann vielleicht auch von Vorteil, dass man vielleicht mit einem Bus fahren kann oder dass man sich da, dass sich die Bands halt zusammenhauen, die zwei, und eine fahren Backline. Nicht. Und ja, wenn die Backline nicht dort gestellt wird, also, ja, dass sie dann selber, die eine bringt das Schlagzeug mit, die anderen Boxen und sowas, ja. Sharing means caring. Ja, es ist gerade seit dem Metalcore und seit The Sorrow nicht mehr gibt, ist das alles ein bisschen deteriorated, ja. Auch die Bands, die da im Fahrwasser waren, ist alles ein bisschen kleiner geworden, das stimmt schon, ja. Ich finde, wie gesagt, natürlich ist es praktisch, wenn du eine Band hast, aber ich finde trotzdem nicht, dass es jemanden aufhalten sollte. Und eben sowas machen wie eben damals Street to the Ocean, die gesagt haben, so, wir nehmen jetzt uns und wer war noch? We Blame the Empire und Counterweight. Und wir buchen uns den Scheiß jetzt selber, weil ihr kennt wen da, ihr kennt wen da, ihr kennt wen da. Und wir buchen das, wir machen die Weekender und bam. Ja, und sogar jetzt reden die Leute oder ich noch drüber. Weil ich fand, das war ein gutes Beispiel dafür, dass man braucht kein Zugpferd und man muss nicht die Verantwortung abgeben und sagen so, man, ja, hoffentlich kommt irgendwann und hoffentlich nimmt das wie Blame the Empire mit, wenn sie groß und bekannt sind. Ja, und einfach genau, ja. Insofern kann man halt eher reden von lokalen Zugpferden statt nationalen oder internationalen. Ja, weil man kann natürlich im österreichischen Fall halt. Ja, genau, weil Counterweight in Kärnten daheim ist und We Blame the Empire bei Ihnen in Oberösterreich. Da oben. Oder ist das schon Oberösterreich? Ja. Aber das hat dann dort seinen gewissen Stellenwert. Ne? Und dann funktioniert das, weil dort wird, wenn eine andere lokale Wiener Band dort alleine hinkommt, so hallo. Also ich glaube, wie du sagst, es kann auch so funktionieren, wenn du jetzt eben nicht eine Band in Größe The Sorrow hast. Ja, das stimmt schon. Ich meine, für die Enemies damals war es schon praktisch auch, weil wir haben doch ein bisschen Kontakte gepflegt mit ihnen und sind halt dann auch halt mitgekommen. Ja. Aber das war, ja, es gehört echt viel Glück auch dazu, dass du rein zufällig irgendwann einmal am selben Tisch sitzt mit der und der Person. Klar. Also das kann man sehr, sehr wenig steuern. Aber das soll einen nicht daran hindern, die Zügel selbst in die Hand zu nehmen. Wenn man das will. Yes. Next. Vom Preb, vom Riverside Crow. Pureb. Der fragt, ob wir uns auch in anderen Musikszenen bewegen oder ausschließlich im Metal. Und welche, falls wir uns in andere Szenen bewegen, welche Parallelen oder Unterschiede wir merken im Vergleich zur Metal-Szene. Bewegst du dich irgendwo anders? Im Wald. Das ist auch eine Szene, aber... Ja. Nein, ich muss sagen, dass ich andere, und Anführungszeichen andere Szenen, also eben die Metal, Hardcore und so, nicht wirklich wahrnehme, weil ich nicht das Gefühl habe, dass es diese Community so stark gibt. Ja? Ja. Vielleicht gibt es im Hip-Hop, aber da traue ich mich nicht so hin. Ja, da habe ich zu wenig Street-Cred. Beziehungsweise fehlt mir das Interesse an der Subkultur. Da kann ich mir noch eher vorstellen, dass sich die Leute auf ein Backel hauen und gemeinsam Sachen machen. Ja? Aber sonst, ich hätte noch nicht großartig gehört von irgendwie von einer
Singer-Songwriter-Szene und von einer Synthwave-Szene und bla bla, dass du dann, ja, aber da habe ich das Gefühl, die ist mehr im Internet und so, ja, okay. Und nicht so, da hauen sich Leute auf den Backen und tun was gemeinsam, oder irgendwie in der Popkultur, ja, da habe ich das Gefühl so, ja, man kennt sich halt und man macht rein zufällig Sachen miteinander, aber so dieses, hey, machen wir was gemeinsam, das nehme ich in anderen Bereichen nicht so stark wahr. Ja. Aber ich bin nicht abgeneigt, woanders hinzugehen. Ja, richtig. Ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich tatsächlich in andere Szenen unterwegs bin. Hin und wieder bin ich mal woanders, aber ja, das ist nicht involviert genug, dass ich behaupte, ich bin in der Szene unterwegs. Ja, nein, gar nicht. Ich meine, wenn irgendwo Gitarrenmusik ist oder so, ja, wurscht, ob es wild oder gemütlich ist, dann gehe ich schon mal gerne hin. Ja. Ja. Nein, aber dort tätig. Was ich trotzdem so ein bisschen mitbekommen habe, ist eben schon, was du sagst, dass und vielleicht ist es auch einfach eine komplette Fehlobservation, aber dass Zusammenarbeiten bzw. Zusammenhalt in anderen Genres, wo ich mal was gesehen, gemacht habe, das ist eben Singer-Songwriter, ein bisschen Pop, dass das da doch nicht so ist wie im Metal. Mhm. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das im Hip-Hop ist, einfach auch wie Hip-Hop generell funktioniert, dass man schneller mal einen Track hat, wo, magst du einen Verse bei mir machen? Voll. Das ist einfach ein Teil von dem Ganzen, glaube ich. Aber wie ich schon mal in einer anderen Folge gesagt habe, ich hätte gerne eine Connection dorthin, mich würde das interessieren. Ja. Aber I know no people. Dort, ja. Ja, genau. Ja, stimmt schon. Aber der Prep hat uns noch eine Frage geschickt. Oh, okay. Nämlich bezüglich dem Unterschied zwischen den lokalen Musikgenerationen. Mhm. Wie erleben wir blutjunge Bands und alte Urgesteine? Und ob es da irgendwie einen Idealismus versus Frustration Ding gibt, was sich da gegenübersteht, dass die unterschiedlichen Generationen andere Ideale haben und frustriert sind mit der anderen Generation. Okay. Da brauche ich noch einen Moment. We shall sit in silence. Ach so, okay. Sit in silence. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin noch nicht lang genug hier und noch nicht lang genug involviert, dass ich jetzt sagen kann, ich kenne uralt Bands, die hier aktiv sind, waren. Ich habe das Gefühl, die uralt Bands, die machen nicht mehr wirklich was, beziehungsweise ich habe das Gefühl, dass ich zu den uralten Leuten gehöre. Bist du frustriert mit denen? Nein, ich bin überhaupt nicht frustriert. Ich feiere das ganze Ding. Ja. Ich feiere jedes Ding, was irgendwie auf die Beine stellt und macht. Ja, das ist schon cool. I don't know. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht doch irgendwie mit Altersfrustration zusammenhängt. Oder dass man einfach das same thing schon so oft gemacht hat, immer wieder. Ja. Da kann ich echt nicht so eine fundierte Antwort geben, muss ich sagen. Weil ich finde es auch schwer, ich habe jetzt selber keine Bands am Radar, wo ich sage, das sind 17-, 18-Jährige. Mhm. Die sind fix da draußen. Ja. Es gibt euch. Ich weiß nur nicht, wo. Es frustriert mich mehr, es frustriert mich stellvertretend für gewisse Bands, wenn ich sehe, dass da Potenzial ist und dass die aber an Stelle treten und immer noch die gleichen Probleme haben und immer noch die Kommunikation schwach ist oder so. Mhm, ja, sowas frustriert mich eher in dem Moment oder wenn ich mit jemandem drüber rede. Ja, okay. Sobald das, da bin ich dann auch detached. Ja. Das eher, ja, oder dass so obvious Sachen wie eben, dass man sich mit gewissen Bands zusammenhauen sollte, ja, und die Ressourcen zusammenlegen sollte und gemeinsam als Paket auftritt, ja, so viel wie möglich, dass das nicht in die Hand genommen wird, das finde ich. Das sind so verlorene Chancen, ja, und ein bisschen verlorenes Potenzial. Mhm.
Das frustriert mich. Nicht der Generationskonflikt. Ich wünsche mir immer, dass junge Leute nachkommen und von unseren Hoppertatschatten versuchen, irgendwas auf die Beine zu stellen, lernen und sich Fehler ersparen. Ja, und einfach nur observieren und gleich einmal selber das checken. Mhm. Voll. Da es immer noch ein Thema ist, müssen wir es kurz ansprechen. Eine Covid-Frage. Da. Von Wally von Blessed with a Curse. Corona Alert. Genau. Ach, die Frage. Was? Weißt du nicht. Nein, es ist einfach eine ganz praktische, pragmatische Frage, ob es schon vernünftig ist, auf Konzerte zu gehen. Wir wissen alle, die Lokale brauchen es natürlich, die Veranstalter. Einige Bands werden auch gut damit bedient für Einnahmen. Aber die Frage ist halt eben, ist es schon vernünftig oder sollte man noch warten? Ich glaube, da können wir relativ bündig in unserer Antwort sein, oder? Ja. ja, könnten wir. Wie viel Zeit haben wir? Na, ich finde, das muss jeder für sich selber wissen. Ja. Und halt vernünftig sein und auf den anderen halt aufpassen und sich nicht, wie soll ich sagen, in die Undiszipliniertheit saufen. Ja, das sehe ich prinzipiell als eigentlich das höchste Risiko an. Ja. Ja. Gar nicht so dieses, ich glaube nicht, dass die Leute zu wenig Disziplin haben, ja, in der Hinsicht, weil die meisten halten sich eher an den Scheiß und respektieren, was diese Situation mit sich bringt. Aber was speziell Konzerte mit sich bringen, ist halt Alkohol, ausgelassene Stimmung und diese endlich wieder Situation. Ja? Und ich würde mich auch freuen, wenn das wieder gehen würde. Ja? Aber ich glaube, dass das ein bisschen dann so einen Schneeball-Effekt haben könnte. Und dass, genau, dass dann so dieses, ja, jetzt stehen wir eh schon so nah zusammen und jetzt können wir uns auch gleich umarmen und bla 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 und sowas. Das ist nicht vielleicht beim ersten Konzert jetzt passiert, aber vielleicht in nächster Zeit. Und ja, Es wird weiterhin Beschränkungen und Maßnahmen geben müssen. Ja. Die sollte man einhalten. Vor allem, wie enforced man das dann wieder? Ja, wenn es da nicht auffällt, dann denken sich die einen, ja, aber die da drüben scheißen auch drauf, also scheißen wir auch drauf und ja, 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 und dann wundert man sich wieder, dass wir dann alle wieder 6 Monate zu Hause sitzen. das ist, was ich jetzt sage, das ist natürlich das Worst-Case-Szenario und ich wünsche mir, dass es nicht passiert. Reißt es keinen Moshpit an. Ja, Distance Moshpit. Ja, yeah. So. Mosch so wild, dass die Leute 1,5 Meter von dir entfernt bleiben. Das ist heftig. Das ist schwierig. Das ist eine Kunst. Ja. Das möchte ich sehen. So wie Air Guitar Contests gibt es jetzt Physical Distance Mosh Pits. Ja. Wenn ich so mache, musst du dann... Genau. Ja. So in die Richtung. Also ich verbiete es niemandem. Passt halt auf. Bitte... Ich werde nicht dort sein. Ich werde mir das nicht geben. Same. Yes. Gut. Danke, Marley. Vom Julius Kössler. Shred God. Shred God. Mit welchem verstorbenen, ganz wichtig, der muss schon gestorben sein, welchem verstorbenen Metal-Musiker würden wir gern ein Videospiel entwickeln? Und worum geht's dann? Oh, hast du wen? Oder also, es gibt zwei Möglichkeiten. Mhm. Entweder ist es ein High-Fantasy-RPG mit Ronnie James Dio. Und es wäre der most epic Dragon Stuff. Ja, natürlich. Und Tigers and Stripes, do you see? Yeah. Exactly. Uh-huh. Oder eine Art Farming Simulator, aber dann eher so Winzer Simulator mit Peter Steele. Geil. That's it. I have nothing. Ich weiß nicht. Es gibt jetzt nicht so viele
so viele gestorbene Musiker, die ich so geil finde, dass ich so, ja, mit dem möchte ich was machen, vor allem mit wem möchte ich ein Videospiel machen? Ich habe übrigens keine Ahnung, ob Ronnie James Dio oder Peter Steele on board wären bei diesen Videospielen. Also, die können ja nichts dazu sagen, die sind tot. Okay. Ja. Ich mach das, was ich noch nie gemacht habe. I give it a hard pass, weil ich keine gute Antwort habe. Ich möchte nicht langweilen. Nächste bitte. Ja, das ist auch eine kurze Frage von Gideon Clark von Solid Sky. Wie viel müsste man uns bezahlen, um in einem Bierzelt Songs vom Gabalier zu spielen? Ich habe da so eine Theorie. Es ist generell, wenn so eine Frage kommt, wie viel müsste man bezahlen oder um wie viel Geld würdest du? Mhm. Jede Antwort, die dann kommt, kannst du ein Zehntel davon nehmen und das ist die eigentliche Zahl. Okay. Also wenn ich jetzt sage, 3.000 Euro. Ja. Wenn es mir Cash 300 ins Gesicht hält, nehme ich ein Mikro und singe halt was vom Gabalier. Ich kenne nichts vom Gabalier. Das wäre natürlich most hilarious stuff. Ich würde vermutlich vorher noch ein paar, also so wie man sagt, das habe ich von einem ehemaligen irischen Kollegen, ein bisschen Dutch Courage. Das saft sich an. Ich glaube, das ist Country You're In Courage. Also die Iren sagen Dutch Curry. Echt? Ich wüsste jetzt nicht, dass die Holländer so entweder als Cowards bekannt sind, wüsste ich nicht. Ich nicht. Oder dass wir so eine Saufnation sind, wüsste auch nicht, aber whatever. I don't know, nicht viel. Ja. Weil auch, wie oft bin ich in einem Bierzelt? Nie. Die Leute kennen mich dort nicht, sehen mich dort nie wieder. Ich kann's auch nicht. Ich kenne keinen Song. Mhm. $1 million. There you have it. Von unserem Commander, den Mike. Was ist das Räudigste, was wir bei einem Konzert gesehen haben? Egal, ob jetzt von Musiker oder von Gäste. Euroblast. Humanity's Last Breath, Moshpit, im Moshpit und der, wie hat der eine, der Australian Polish Guy nochmal geheißen? Wojtek Tomczyk. Ja, wie er urbsoffen, eine urbsoffene Lady, sehr animalisch, wie sie sich abkönnen am letzten Tag und alles ist schon grindig. Ja. Aber findest du das Ich finde es ein Achievement. Ja, schon. Moshpit von Humanity's Last Breath. Also es ist ein derbe Moshpit. Dort eine Aufgabe. Natürlich ist es ein Achievement, aber es ist trotzdem ein bisschen reinig. Fair enough. So, if you just get in there. Das ist okay. Das war definitiv ein Highlight. Ja, voll. Es ist, keine Ahnung, es war ein bisschen ein Autounfall. noch stimme ich zu, mir fällt nichts Besseres ein. Noch eine Frage von Mike. Welchen Skill würdet ihr von eurem Gegenüber absorbieren, wenn ihr könntet? Das ist obvious. Also von irgendeinem Gegenüber? Nein. Also. Ach, scheiße, muss der Thomas da sitzen, dann würde ich sagen, sein Bassspiel. Das wäre mein Bassspiel würde ich nicht empfehlen. Nein, aber kommt zu meinem dazu, das ist halt dann ein bisschen mehr, also das ist still something. Nein, definitiv glaube ich, deine Auffassungsgabe für komplexe Themen. Cool. Dass du das nimmst, scanned it, I know it, specialist, ready, do it. Ja. Auch wenn wir schon einmal darüber diskutiert haben, dass es nicht wirklich ein Skill ist, aber trotzdem deine Disziplin. Obwohl ich heute zu spät gekommen bin zu unserem Podcast. jetzt ist tainted. Naja. Hey, dafür, dass der Rest so gut funktioniert, I'll take it. Okay, kommst du einmal im Jahr spät irgendwo. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Korn. Voll. Und die letzte vom Commander. Lieber jeden Tag einen völlig unvermittelten Kick to the Nuts. Härte variiert. Es ist in Klammer Härte variiert. Oder für immer James LaBrie als Gedankenstimme. Wow, das ist dire. Bist du deppert.
Bis bei mir wäre es fix James LaBrie als Gedankenstimme. Aber da ist die Sache, irgendwann hört man sich dann an wie James LaBrie. So, es ist inevitable. Eigentlich ist es wurscht, was man macht. Irgendwann ist LaBrie. Ja, aber es ist besser, wie jeden Tag einfach irgendwann ein Kick to the Nuts. Ist es? Das müssen wir diskutieren. Da wird es eine extra Episode geben. So, how bad is LaBrie? Aber das eine ist physischer Schmerz. Und wer weiß, irgendwann einmal fallen dir deine Eier ab und du spürst das dann eh nicht mehr. Und das ist dann eternal. Ja, nein. Eternal LaBrie. Und er erzählt die ganze Zeit. Ja, aber ich habe oft genug einfach Dream Theater Songs im Hirn. Also das ist schon okay. Ich kann damit leben. Nein, ich nicht. Plus, ich behaupte einfach, dass es pre-Images and Images and Words LaBrie ist. Vor seiner Stimmbänderkrise. Ah, okay, ja. Ja, also wenn es noch da okay LaBrie ist, dann würde ich, glaube ich, den Nachkick vorzugen. Aber wenn es der aktuelle gerade ist, dann just kill me. Just take me out. So, und als Abschluss, glaube ich, eine sehr interessante Frage. Die anderen waren auch interessant. Best jetzt unsere Leute, oder was? Nein, ich sage nur, dass diese auch interessant sind. Also okay. Vom Waldo. Was halten wir von einem unter Anführungszeichen Austrian All-Stars Projekt? So ähnlich wie die Roadrunner United. Jeder Song sollte von einer österreichischen Band sein, gecovert von verschiedenen Musikern, auch aus Österreich. Heißt, nicht Call the Mothership Light spielen oder würden einen Call the Mothership Song neu interpretieren. Ah, okay. Neu interpretieren oder nachcovern? Bei Roadrunner United war es mal so. Mhm. Beziehungsweise gab es 4 Originals, wo sie auch so eine super Band zusammengesteckt haben und dann halt gesagt haben, macht's einen Song. Aber ja, man kann natürlich covern oder teilweise neu interpretieren oder man sagt, wir hauen nur einen extra Breakdown rein oder whatever. Genau, und das Ganze würde einmal im Monat auf YouTube released werden. Und ist natürlich gut für Awareness und andere Leute kennenlernen und so weiter. Das ist so eine oddly specific Frage. Walker, machst du schon was? Ich weiß nicht, ob der Walter schon was macht oder ob die Idee so gut ist, dass wir jetzt was machen müssen. Ja, die Idee ist natürlich cool. Ja, ich finde die Idee super. Ich hätte auch Ideen wie, das ist okay, dann haben wir von 5-6 Bands die Leute zusammen und schreiben Songs und mich würde sehr wundern, was 3 andere Leute aus Seek and Destroy machen können. Oder was Seek and Destroy aus wurscht welche andere Band machen kann. Boah. Ich glaube, dass Seek and Destroy echt gut Call the Mothership nachspielen könnten. Und zwar easier. Ja. Easier. Ja. Mit weniger Leuten. Ja. Ja, mit einer Leichtigkeit. Ja. Also, ja, die Idee ist cool. That may dung. Ja, vor allem viele Bands haben eh schon die Tabs auch da. Mhm. Da kann man das schon covern. Den ich mal feiern, anstatt das. Ja. Oder man kann es mal downsizen und irgendwie so sagen, so, okay, gut, wir machen einfach YouTube Instrumental Covers. Anstatt mal so Full-Band-Covers. Ja, weil lerne mal einen Song halt nicht von Polaris oder von Metallica oder so, lerne einen Seek and Destroy-Song. Ja. Und dann siehst du, was die anderen Leute so drauf haben. Ja. And with that? Farm. Also, danke fürs Zuschauen. Klick, like, subscribe, comment, share. Ring that bell. Ja, man muss schon urviel machen. Ja. Irgendwie ist es so, ja, warum nicht dieses eine, so yes to all, ja, und du bist überall dabei, das ist urgeil. Ja, aber dann sind wir wieder mit dieses Cookie-Gesetz und so, yes to all ist fragwürdig. Das, aber wurscht. Okay, ja, ja, das könnten wir uns auch. Also ich hätte es gern, dass ich sage, ah, coole Band, bam, und ich bin überall, Instagram, Facebook, der GMX-Newsletter, alles krieg, volle Shotgun-Blast, ja, von Promotion, von diesem Thing, das wäre cool. Gibt's leider bei uns nicht, deswegen müsst ihr euch da durcharbeiten. Dauert nicht lange, hilft uns, hilft der Szene. Stay big, bis zum nächsten Mal. Danke. Boom. Ja.
sehr viel.